Ich finde es so lustig, dass er so gerade da hockt. Gell, du hockst irgendwie. Ich bin vorher bin der Andi hockt so locker, lässt er so ein bisschen. So ja, und du. Und das, und nein, ich kann nicht zu fest lümmeln, dann bin ich halt einfach da hinten gerissen. Und jetzt sitze ich einfach da. Ich würde sagen, wir starten mal einen Versuch. Ihr seid jetzt gerade so reingerutscht zu uns. Reingerutscht am Lümmeln, das ist ein schönes Wort. Und ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Ofenbänkli. Hier aus unserer Schaltzentrale vom Leimenhof. Das ist unser Leimenstöbli. Und das ist also ein bisschen das, was wir uns den Winter damit beschäftigen wollen. Wir zwei, Simon und ich. Das soll ein bisschen eine Unterhaltungssendung werden und auch so ein bisschen eine Informationssendung über die Landwirtschaft, aber jetzt nicht Punkte über uns, sondern über verschiedene Betriebe. Wer denn noch wird mitmachen, das sehen wir dann noch. Wir müssen jetzt zuerst das mal aufnehmen und dass sich dann auch überhaupt jemand getraut, mit uns mitzumachen. Und es soll die Landwirtschaft zeigen von einer anderen Seite. Vor allem werden wir dann die Betriebe ein bisschen vorstellen. Nicht allzu lang in einem kleinen Kurzvideo und noch eine Diskussion führen oder eine Gesprächsrunde, was auf diesem Betrieb läuft und vor allem der Mensch hinten dran beleuchten. Jetzt habe ich, glaube ich, von 5x M gesagt und der stehen da alle ringsum und kratschen nicht rein. Okay. Das Ganze nennt sich, wie gesagt, Leimenhof Ofenbänkli. Also eigentlich ist es Ofenbänkli ohne Leimenhof. Und die Bänkli, die wir hier gemacht haben, haben wir aus dem Grund gemacht. Ich muss mir als Bauer so in den Dorfverein immer ein bisschen anhören. Ja, jetzt kommt der Winter wieder, jetzt schnallt euch wieder ans Ofenbänkli und wartet, bis der Frühling kommt. Und darum haben wir gedacht, wir dürfen die Zeit jetzt ein bisschen besser nutzen auf diesen Bänkli und euch ein bisschen unterhalten. Das Ganze könnt ihr dann anschauen auf Spotify, wenn wir es fertig bringen, das da drauf zu tun. Das ist das Ziel. Und unter iTunes, auch bei den Podcasts, gibt es das jeweils audiomäßig. Und hier bei uns auf dem YouTube-Kanal könnt ihr das mit Bild oder müsst ihr das mit Bild anschauen. Sprach. Heute ist das so ein bisschen Pilotfolge. Und zwar ist der Baski noch dabei. Er ist Journalist. Schweizweit bekannt. Nach diesen Videos schon. Genau, nach diesen Videos. Er soll Simon unterstützen, weil der Hauptprotagonist ist heute der Leimenhof. In dem Sinn, dass wir mal das ein bisschen dahinter sehen, wenn wir hier zusammen miteinander arbeiten. Das haben wir ein Jahr lang die Videos auf YouTube auf unserem Kanal anschauen. Und jetzt soll es ein bisschen darum gehen, dass ihr seht, was wir eigentlich sonst für Geschichten hinter dem Ganzen zu verbergen haben. Nicht gerade, aber wo wir euch vielleicht erzählen können. Und der Baski ist für das zuständig, dass Simi uns nicht ganz damit allein... Damit du nicht so viel musst reden. Ja, dass mit dem Monolog nicht schon sich nicht zu viel schwätze. Ist heute der Baski da, wenn wir dann durch den Winter ein bisschen von Hof zu Hof gehen, ist dann Simi und ich und jeweils der vom Hof dabei. Oder vielleicht sind das dann zwei Bauern, je nachdem. Und dann wollen wir uns in unserem, oder auf unserem Ofenbänkli ein bisschen unterhalten und die Betriebe zeigen. Und eben auch die breite Bevölkerung, hoffen wir dann irgendwann, wenn ihr das fleissig teilt, ein bisschen zeigen, dass es halt in der Bauernrei schon ganz viele Sachen gibt, die gemacht werden, die aber halt auch niemand sieht. Jetzt habe ich gesagt, Vorbesprechung ist gesehen, die grätschen dann rein. Und jetzt sind sie wieder alle. Ja, weißt, es ist immer schwierig, zu reingrätschen, wenn du so viel schwätzt. Du bist so losgaloppiert. Sicher, du bist so schnell, direkt in Galopp. Die hört mir ja gerne zu, dann ist das nicht so schlimm. Dann ist das nicht so schlimm. Genau. Soll ich jetzt eben ein Wort geben unserem Journalist in der Runde, der Einzige, der für Schnurren bezahlt wird. Der eigentlich auch weiss, was er macht, wenn er da ist. Für Schreiben, genau. Nein, es freut mich natürlich ungemein, dass ich da darf einspringen und da mal ein bisschen mithelfen. Ja, eben, du hast es selber vorhin angetönt. Der Leimenhof steht ja heute ein bisschen im Mittelpunkt. Tut doch mal schnell von Anfang an oder zum Anfang mal erzählen in 2-3 Sätzen, was ist der Leimenhof? Was ist speziell am Leimenhof?
Jetzt muss ich schon wieder anfangen. Nein, ich habe jetzt gerade gute Dings, gute Überleitung. Ich habe vorhin, wo du geschwätzt hast, die Säcke angeschaut, da vorzu. Und dann habe ich gedacht, ja, 1996, als wir hier angefangen haben, wenn man das Gleiche hier gemacht hätte, dann wäre es so eine Milchkanne gestanden mit Milch drin. Das ist jetzt natürlich in der heutigen Zeit nicht ganz so, wenn wir uns ein bisschen anders orientieren. Jetzt sind einfach die Linsen in diesen Säcken drin. Einfach so Werbung schnell gerade zwischendrin, das kann man dann das Weihnachtsgeld kaufen. Werbung! Nein, aber das ist jetzt schon noch. Jetzt wird die Möglichkeit bei der Bund. Wir haben hier verschiedene Knöpfe an diesem Teil, aber ich weiss nie, welches das der Badebumpsch ist. Ist das? Ja. Schön. Oh, wollen wir nochmal? Genau. Ich glaube, es muss länger für die nächsten paar Minuten. Genau. Gut. Ja, so. Ich habe zweimal das gar nicht. Ja, wo sind wir geblieben? Genau. Es wäre Milch in der Mitte gestanden. Ja, es wäre Milch in der Mitte gestanden, ja. Wer hat das mit ihr angefangen? Ursprünglich haben wir den Hof, also haben wir selbst dritte den Hof einmal zur Milchproduktion bauen. Hat sich jetzt ein bisschen verändert, halt, unsere Produktionszweig. Wie lange hat das noch funktioniert mit der Milch? Wie lange ist das? Wann haben wir aufgehört mit Milch produzieren? Vor etwa 7 Jahren? 7 Jahre. Schätzungsweise, ja. Also knapp 20 Jahre haben wir Milch produziert. Doch, immerhin. Ja. Mhm. Ja, und sind wir eigentlich das lang diskutiert, dann irgendwie halt, dass die Diskussionen haben 95, 94 schon angefangen, ob wir das dann im 96 wirklich bauen. Und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir alle gerne noch melken möchten und halt das daheim nicht mehr machen können, weil wir alle gesetzlichen Bedingungen nicht mehr einhalten können, mit Auslauf und mit Güllenlochgröße und so. Und ja, Tierwohl ist natürlich auch sehr gross geschrieben, das schreiben wir jetzt immer noch gross. Und steht dort hinter auf dem Plakat, wir schützen dein Essen, also wir schützen auch, schauen auch zu unseren Tieren, also wie es möglich ist. Und ja, aus diesem Gedanken aus ist eigentlich der Hof dann entstanden. Und wenn man sich dann ja schon irgendwie bei Kollegen ein bisschen orientiert hat, wo irgendwie, ich sage mal, einen handwerklichen Beruf oder sonst irgendeinen Beruf geschafft haben und die ein Wochenende hatten und wir haben immer am Wochenende geschafft. Und wenn meine Kollegen dann so mit 20, 25 irgendwie sind Skifahren oder irgendjemand anderes am Wochenende, habe ich einfach daheim bleiben, weil es nicht gegangen ist sonst. Und das war dann eigentlich schon auch noch eine grosse Errungenschaft mit dem neuen Stall. Dass wir dann halt einfach, wenn wir selbst dritt waren, dann jedes dritte Wochenende frei hast. Das ist schon noch. Aber es ist ja schon nicht so. Also, denkst du, es hat schon noch einen gewissen Mut gebraucht. Ich meine, was ist 1996? Bist du 30 gewesen, hast du vorhin gesagt. Oh, jetzt wissen wir alle, wie alt ich bin. Jetzt ist es draus. Jetzt ist es draus. Aber eben, es braucht ja schon ein bisschen Mut. Ich meine, das ist nicht einfach ein Entscheid, den man einfach von heute auf morgen trifft, oder? Und vor allem, ja, und das braucht ja. Eben, man kann ja nicht einfach sagen, wir machen einmal und schauen dann in. Zwei, drei Jahre, wie es aussieht. Also das muss ich dann schon irgendwie verheben, oder? Ja, also man hat dann schon man hat x Diskussionen gehabt. Man hat auch verschiedene Standorte halt evaluiert. Und bei mir war dann irgendwie noch das Problem, dass ich dann noch meinen Betrieb haben müssen, daheim übernehmen. Und ich ist jetzt ein bisschen aus dem Neinkästchen plaudert, aber ich sage es jetzt gleich. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du nicht geheiratet bist, kannst du nicht übernehmen. Und das ist dann irgendwie so, es war nicht der Grund, dass ich geheiratet habe, sondern dass ich den Betrieb auch übernehmen konnte. Sonst hätte man den Stall gar nicht bauen können. Aber wenn ich so zurückdenke, so, ich glaube mit 30 war das schon ein grosser Schritt gewesen, sich hier zu beteiligen. Und das hat schon einige finanzielle Substanz auch gekostet. Bis das irgendwie so wieder ausfinanziert war. Aber jetzt, 25 Jahre später, muss ich sagen, ja, ist eigentlich das Beste, was ich machen konnte. Ich wollte sagen, rückblickend, würdest du es nochmal machen? Oder hast du den Entscheid jemals bereut? Ja, ich habe mich auch irgendwie beruflich anders orientiert. Oder? Aber ob ich jetzt dort glücklicher wäre, wenn ich das machen würde oder das machen würde, weil da weiss ich, da arbeite ich für mich und das ist nicht. Das ist nicht irgendwie, ich muss nicht für jemanden aufstehen am Morgen. Gut, wenn ich stand hier für mich auf. Mhm. Oder für uns. Also, ja, das ist so ein bisschen. Das ist
Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Was sagt sie? Die Kamera will uns etwas erzählen. Hm. Will sich auch noch melden. Ja. Das wäre Kamera 2. Kamera 1 erzählt gerade etwas. Ich glaube, die hat abgeschaltet. Das ist gut möglich. Das finde ich nicht gut. Das macht mir ein bisschen Angst. Hey, die schwätzen dir recht weiter, das ist part of the game. Also, warte, ich kann wahrscheinlich nur das Kameramann. Der Kameramann, den haben wir dann vielleicht bei der Folge 10. Von wegen Schwierigkeiten zum Start. Wie schwierig war das mit der Umstellung denn vom Melken nachher wegzukommen? Oder ist das schon nur irgendwie lang gegangen, sich das zu überlegen und so weiter? Oder ist das, haben wir dann einfach gefunden, hey, nein, das müssen wir jetzt machen? Wenn du Milchkühe hast, dann bist du einfach. Bist am Morgen um 5:30 Uhr schon vermelken und zum Abend um 5 Uhr schon vermelken. Weil da kannst du nicht einfach irgendeinen Stall machen. Weil das bist halt einfach auch gebunden. Da bist du sehr gebunden, ja. Ja. Und das war dann vielleicht auch das, wo dann so auch noch mit ausschlaggebend war, nebst dem Milchpreis, wo halt nach wie vor immer noch scheiße ist. Aber es wartet niemand auf die Welt auf unsere Milch, das ist das Problem. Und ja, man hat sich dann dort durch schon ein bisschen Freiraum können schaffen. Und dann muss man halt aufgehört haben, melken. Und, wir haben eben 1996 haben wir uns auch entschieden, zum Stall zu bauen. Und vor 7 Jahren haben wir uns entschieden, aufhören zu melken. Also, man steht im Leben immer wieder vor Entscheid. Also, es ist ja nichts. Also, ich glaube schon. Immer noch in einen Schleuer. Ja, und ich glaube auch schlussendlich ist es dann einfach das Akzeptieren von der Situation. Und das sind zwei Situationen, das ist das, was der Andi sagt. Ich finde, es darf jeder melken, es darf jeder das produzieren auf dem Betrieb, den er will. Das ist wirklich auch unsere Einstellung. Ich würde nie jemandem sagen, das ist falsch oder schlecht, was du machst. Wichtig ist halt einfach, das ist in jedem Geschäft noch immer durch so. Solange du mit dieser Situation kannst leben, die gerade ist, ist das super. Dann bist du auch mit Herzblut dabei. Aber wenn du hinter dem nicht mehr stehen kannst, dann musst du etwas ändern. Du musst mit dir selber klarkommen. Und das ist einfach halt das Problem, wenn es dir anscheinend zu melken oder anscheinend zu melken, wenn du mit den Rahmenbedingungen nicht mehr klarkommst und sagst, das geht für mich so nicht mehr, dann ist es einfach zu schlecht auch für dich selber, wenn du so weitermachst. Und das ist, da hängt ja jeder Betrieb immer ein bisschen in seinen eigenen ja, Ideen und so, ist man ein bisschen gefangen, wenn man sagt, man würde das gerne und diesen Schritt machen, der tut dann auch weh. Also ich meine, wir haben dann die Tiere, die wir hier verkauft haben, wir haben dann hier innen einfach von heute auf morgen 70 Tiere verkauft. Ich weiss, der Tag X, wo wir hier am Tisch gehockt sind, alle 5 Männer, hat es geheißen, Asenröhren auf. Und dann haben wir aufgehört und hat es geheißen, Asenröhren, jetzt, ich bin ein bisschen für Tiere zuständig, schau, wir verkaufen die Tiere. Dann haben wir die Tiere bewerten. Und Milchkühe sind 8 Wochen später keine Milchkühe da drin mehr gesehen. Die wissen, wie das ist, mit einer Entscheidung. Ja. Zuerst ist sie so im Kopf und wenn sie dann fix ist, dann musst du damit umgehen können. Und das hat dann schon ein bisschen weh da. Mhm. Ja, das ist wichtig, ist halt auch, dass du einfach auch du, also dass du durchziehst. Nicht, dass du dann mal so 2-3 Schritte machst und dann wieder zurückkrebst. Du musst halt einfach überzeugt sein von dem, was du machst. Oder? Und wenn du es machst, dann musst du es einfach richtig machen. Musst du es einfach machen. Und was ich muss auch noch kriegen, das Wichtigste daran ist auch gesehen, dass du weißt, dass du auch noch etwas Neues wieder Freude haben kannst. Das ist jetzt wieder. Der Betrieb läuft jetzt wieder genau gleich weiter und ich würde mal sagen, finanziell hat uns das ein bisschen entlastet, arbeitstechnisch hat es ein bisschen entlastet, weil Milchproduktion halt auch einfach kapitalintensiver ist als das, was wir jetzt machen mit den laufenden Kosten, die man hat. Das hat uns ein bisschen entlastet und arbeitstechnisch ist man auch ein bisschen entlastet. Aber wichtig ist noch, dass man wieder Freude hat. Wir sind ja nicht alle es steht niemand von uns auf, zum Millionär werden. Wir stehen dann auf, zum Freude haben auch und Geld verdienen mit dem. Aber es ist halt einfach so, wenn du dann jetzt wieder an unseren Mutterkühen haben Freude und an den Aufzuchtrinden, wenn der Milchbauer, den wir sie bringen, noch eine Freude hat an dem Resultat, dann gibt das uns auch wieder etwas. Und das ist der Punkt. Wenn man muss sich bewusst sein, wenn man etwas umstellt, muss man auch der Typ sein, wo das auch nachher wieder schätzen kann. Und wenn man Mühe hat mit dem, dann lässt man die Finger lieber davon und macht weiter, wie es vorher war. Man muss nur noch etwas ändern, Himmels Willen, wenn es nicht stimmt. Ja, logisch. Ja. Ja. Aber hat er, also, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, der hat ja schon einen Plan gehabt, wie er das umsetzen wollt. Aber hat er euch das, tut er euch jetzt noch laufend überlegen, so ein bisschen Zukunftsplanung machen oder tut er so ein bisschen, salopp gesagt, in den Tag hineinleben und halt einfach, ihr habt euch ein Programm, wie es halt einfach die Saison hergibt?
Also in den Tag hineinleben ist jetzt gerade ein bisschen, also gerade eine sehr krasse Aussage. Hey, das hast du echt das Gefühl. Sonst stehen wir... Nein, aber ich kann... Ich habe mal so in den Tag hineinleben. Das ist eben gut, das sagen haben sie. Die Leute, die Arbeit, die wissen, im Sommer muss ich dröschen, im Winter muss ich das Zeug räumen, im Frühling muss ich dort säen, das machen. Büro. Genau. Ihr habt ja euren Alltag, in dem Sinn, der berufliche Alltag ist ja eigentlich gegeben, aber macht ihr euch gleich auch noch Gedanken im Sinn von, hey, wohin geht es mit dem Leimhof in den nächsten 5-6 Jahren? Das ist, ah, du meinst das die meine, Zukunft? Weißt du, so. Das ist, die andere Zukunft ist eigentlich schon klar, sonst stellst du dann im Sommer fest, wenn du mit dem Maidröscher rausfährst, Scheiße, ja. Ich habe vergessen, den Weizen zu sein, wo ich heute dröschen wollte. Ja, ich aber es gibt Leute, die so geschäften, so geschäften, das habe ich auch schon festgestellt. Dass, aber noch ein bisschen längerfristige Zukunftsplanung, sagen wir. Das Beste, und das ist super, das sage ich immer wieder, das ist an der Gemeinschaft. Das ist, unsere Gemeinschaft ist nichts anderes als eine Beziehung mit einem Freund oder eine Beziehung mit der Frau oder mit der Freundin oder was auch immer. Jede Beziehung muss gepflegt werden und die ist manchmal mühsam und manchmal ist sie schön. Und wichtig ist einfach, dass man sich ein bisschen schätzt. Und der Punkt, der noch dazukommt bei uns, ist, dass wir meistens so viele Leute sind bei uns auf dem Hof, die irgendeine Meinung dazu haben. Und bei uns ist es meistens so, nicht der Andi wieder irgendwie noch einen Furz oder ich einen Furz oder man muss eine Maschine kaufen oder man könnte das noch machen. Und dann am Morgen um 8:45 hocken wir meistens hier hin. Und dann staunen wir, manchmal staunen wir beide einfach eine halbe Stunde ins Natter rein, wenn man gar miteinander nicht schwätzen. Das merkt man aber sofort. Das ist wieder ein ja, so, genau. Aber manchmal habe ich dann so ein das Gefühl, dann nachher habe ich eine Idee und dann blader ihn wieder voll und dann weiss der Andi, denkt, dann sagt er aber nichts. Dann weiss ich, ja, findet es alle gut oder nicht. Ja, ich sage es morgen nochmal. Und dann reagiert er. Oder auch nicht. Und das Gleiche ist mit ihm, dann kommt er wieder, meistens er ist Maschinenchef bei uns, dann kommt er wieder mit einer Idee und ich denke, ach oh, Scheiße, nein, wirklich, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so toll. Aber dann geht es einen Moment und dann nachher hast du Zeit, um über das zu überlegen und dann plötzlich entsteht etwas daraus. Manchmal kaufen wir dann nicht eine Maschine oder manchmal machen wir nicht das, aber die Diskussion gibt dann wieder einen anderen Ausweg von irgendetwas. Und das sage ich noch vielen, ist, wenn wir etwas bauen oder etwas umstellen, dann ist meistens so, dann kommt der Andi zu mir und sagt, hey, das könnten wir noch machen. Oder ich sage es zu ihm. Aber das machen wir nie gerade am nächsten Tag. Dann stehen wir jetzt, den Winter haben wir auch wieder einen Umbau vor. Hier. Das seht ihr dann auf dem Kanal, wenn wir umbauen. Es gibt eine grosse Abkalbebox. Und dann stehen wir etwa 3-mal da drin und diskutieren das. Und dann entsteht das. Und so machen wir eigentlich alles. Ja. Jeder bringt Ideen ein und manchmal ist es völliger Quark. Oder manchmal macht es keinen Sinn, aber du merkst dann daraus raus, weil wir selbst zwei, dann kommt der Vater noch oder die Angestellten haben auch vor. Das ist ein laufender Prozess. Immer. Ja. Und das ist eben das Coole an dem, wenn du in deinem Betrieb inne bist und mit Arbeit beschäftigt allein bist, dann hast du ja manchmal fast keine Zeit, dir Gedanken zu machen über die Zukunft, weil es jetzt anstrengend ist. Halt. Das haben wir ja auch. Aber wenn es so ist wie bei uns, dann kommen wir auch ganz viele Leute, die uns immer helfen können. Das ist super. Teilzeiter, die nehmen frei, um hier im Traktor zu fahren. Ich denke manchmal, ja, ich wäre alle manchmal. Das passiert auch auf den wenigsten Berufsständen, dass jemand freiwillig kommt, kann arbeiten in seinen Ferien. Gut, die zahlen wir ja auch. Ja, ja, aber es ist gleich so, der Impuls kommt ja von den Leuten aus. Die gehen ja nicht um und sagen, nimm Ferien, für uns, um uns zu arbeiten, helfen. Also das passiert ja nur auf dem Hof. Kann man einfach kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt mal 2 Wochen hier. Nein, ja. Das könntest du, wir müssen einen Tarif dann aushandeln mit der Zahl. Also, wenn nein, aber... Wenn aber, du etwas kannst schon. Yeah. Nein, ja. Was sind die Anforderungen? Nein, die Anforderung ist einfach so, wenn du Landwirt gelernt hast oder schon kannst Traktor fahren. Ja. Bei uns ist Finn Traktorfahrer, der im Sommer ein bisschen hart. Ja, logisch. Dann zahlt er mir einen Stundenlohn. Wenn aber einer einfach ein bisschen Kälbchen streicheln 2 Wochen, kann er das auch. Ja. Aber dann können wir einfach keine Löhne zahlen. Ja, wir können nur Löhne zahlen für etwas, wo wir das auch Geld verdienen. Das muss Leistung und Gegenleistung sein. Und, aber was ich auch will, wo wir jetzt aufgehört haben, oder, die haben auch Inputs. Sie kommen von der Einschaft im Metallbau, der anderen Schaft dort und zählen und jenes. Und die bringen auch alle Inputs rein. Das dürfen sie auch. Wir essen dort zu Mittag und essen miteinander. Ja. Dann wird das diskutiert und so entwickelt sich das bei uns. Und das gibt nie Kritz zwischen euch zwei? Sicher. Das artet alle Jahre 2-mal aus, während der Dröschen selber. Randy überlegt. Dann, wenn der Druck am Dröschen ist. Während der Dröschen ist immer irgendwie am heikelsten. Dann alle im Stress sind. Also nie. Stress, oder? Ja, weil dann stehen dann am Morgen um 7 Uhr nicht nur wir zwei da, oder um 7:30 Uhr, dann stehen dann irgendwie 5
fünf andere auch noch vor uns und dann sind irgendwie vier Tröschen da, die müssen geschmiert sein und dann muss noch irgendwie alles eingeteilt werden und sonst noch den ganzen Tag vom Hof auch noch organisiert werden und so und das ist dann manchmal schon gerade ein bisschen... Ja, und dann ist ja bei euch nicht, dann ist ja nicht nach 8,5 Stunden Feuer oben. Ja, meistens ist dann irgendwie, meistens ist dann irgendwie 12 in 1 gewesen, bis du schlafen gehst. Also, oder gehst du heim und dann duschen und dann nachher... Ja, und das ist aber eine intensive Zeit. Gleich wieder morgen und so. Und, gut, das kann... Nein, das ist aber... Aber sonst haben wir eigentlich nicht irgendwie... Also ich, ja, das ist vielleicht auch... Ja, du weißt, du kannst natürlich... Vielmal ist irgendwie... So grosse Streitereien gibt es ja meistens aus Kleinigkeiten. Und wenn es mich irgendwie stört, wenn der eine Schore nicht abspritzt oder so nach dem Lauf aufputzen, dann ist das auch so. Dann ist das irgendwie sein Manko. Und wenn es der eine stört, dass ich jetzt nicht gesagt habe, dass jetzt das Rind und Stierig ist. Und irgendwie. Ja, das hat jeder so kleine, seine Schwachpunkte. Aber wenn du eben vielmal gehen ja so Beziehungen an Kleinigkeiten kaputt. Und nicht an dem, der wirklich das ganze Jahr läuft und an dem, wo du schaffst das ganze Jahr. Mhm. Und das musst du dann irgendwie, und das ist selbst dritt noch viel schwieriger gewesen. Also dann hast du am Anfang hast du viel mehr so ein bisschen, ja. Du musst grosszügig sein, sonst kannst du das gar nicht machen. Nee, das ist also wenn wir einander immer würden vorrechnen, wer jetzt heute länger da oben gewesen ist, oder nicht, oder so, oder nachher. Also das ist ja wie in jedem Team, es funktioniert. Ja. Nur wenn man sich selber zwischt, glaube ich, wären beide fehl am Platz. Wenn gut. Der eine dem anderen immer würde sagen, hey, aber du, ich kann nicht und du musst. Und man muss auch seine Rollen akzeptieren. Ja. Das war natürlich bei uns jetzt noch einfacher gewesen. Ich war 14. Das ist etwas, was ich heute unbedingt sagen wollte, weil mich das wirklich, was ich heute... Auch du bist schon alt. Also nein, aber wirklich, wie 14, wo wir das bauen haben. Das meine ich. Und das finde ich das, was wir heute, wo ich über das noch studiert habe, was wir heute machen, das hat mich heute... Das habe ich heute gedacht, ist eigentlich noch krass. Ich bin 14 in die BWK gegangen, habe einen Vortrag gemacht, dass wir hier oben jetzt bauen. Und ein Jahr vorher hat einmal der Vater zu mir daheim am Mittagstisch gesagt, jetzt weiss ich noch, was heute ist, willst du bauen? Ich habe gesagt, ich kann nie etwas anderes wollen, ich wollte eigentlich immer bauen. Ich bin nichts anderes geschnuppert. Es war für mich immer klar, dass ich Bub bin. Und dann hat er zu mir gesagt, willst du bauen? Dann habe ich gesagt, ja, gut, dann bauen wir. Und das ist für mich eigentlich, wenn ich jetzt hinten drin denke, mit 13, 14. No pressure, gell? Also, weißt du hast eigentlich die Entscheidung getroffen. Also, sagen ist eigentlich schon noch. Also, weißt du, was ich gesehen? Wenn du Nein gesagt hättest, würden wir eigentlich nicht doof. Das ist nicht sicher. Vielleicht hat er es gleich gemacht. Das war vielleicht nur eine hypothetische Frage. Ja, vielleicht hat er es gleich gemacht. Aber ich denke einfach. Aber vielleicht ist es auch das einzelne Puzzleteile, um die Entscheidung dann zu treffen. Genau, und dann ist es mir klar. Das ist die Zukunftsplanung, oder? Das, was wir vorhin gesagt haben. Ich mein, du musst ja schon ein bisschen überlegen, was du in den nächsten 4-5 Jahren machst, oder? Und dann fängt es ja schon an. Ja, und das Coole ist eigentlich, ich hatte dann zwei Väter in dem Sinn. Das ist mir brutal zu gut gekommen. Der Andi war jünger als mein Vater. Und zwischen uns ist ja nicht so viel Zeit. Es ist mal halb so viel Altersunterschied wie zwischen meinem Vater und mir. Und das hast du gemerkt. Ich konnte von ihm viel mitnehmen. Und ich habe mit denen auch, ich bin eigentlich dann auch ein bisschen wie der Lehrling gesehen, sozusagen, auch als ich noch heimgekommen bin. Ich konnte mich auch noch ein bisschen verwirklichen und ein bisschen futtern und was auch immer. Aber ich habe der Andi natürlich, eigentlich ist der Andi nicht mein Chef, aber so ein bisschen die Vaterfigur gesehen. Und ich habe viel, wo ich eigentlich, ja, das ist so, er lacht jetzt, aber nicht ganz gespürt. Die berufliche Vaterfigur. Ja, aber das ist ja so gesehen. Und dann habe ich mir natürlich, auch viel schon, die Kleinigkeiten habe ich ein bisschen gelernt. Ich weiss ja, wen er ist. Und dann ist aber auch die. Ich gucke gerade, ist so komisch hier. Die Hierarchie war klar gewesen eigentlich, oder, bei uns. Und nachher hat sich das dann wie, als ich übernommen vor 7 Jahren, ist das dann eigentlich gewesen, ich kann Chef werden. Das ist dann nochmal ein Schritt gewesen. Das ist dann auch ein paar Jahre gegangen. Das auch, wir heißen dann auch wieder ein bisschen frisch, wenn wir finden. Ja, das ist schon auch. Man sagt ja, wenn jemand in einem Geschäft arbeitet, wo er die Lehre gemacht hat, dann bleibst du der ewige Lehrling. Also da musst du dann auch aus diesem Szenario rauskommen, genau. Jetzt in deinem Fall. Sonst geht es ja dann nicht. Du kannst ja nicht die Chefposition bekleiden, aber gar nicht ausüben können, weil irgendwie eine viel zu grosse Hierarchie herrscht. Ja, und ich glaube, das ist auch jetzt der Schlüssel, warum es bei uns gut funktioniert. Das ist nur, weil halt ich das Leben lang gewohnt bin, wir haben nie Bauern allein, außer ich noch klein war.
Und für mich ist das von Anfang an, ich bin eigentlich mit einer Tierhaltergemeinschaft gewachsen, so oder? Und für mich ist es eigentlich klar, dass es so läuft. Ja. Und ich habe mit Kollegen in meinem Alter diskutiert, sagen sie, ja, was denn, kannst du gar nicht selber. Nein, aber das stresst mich ja nicht, das ist etwas Positives für mich. Aber habt ihr eine klare Aufgabenverteilung? Also ist bei euch klar, eben, du machst so etwas für das Maschinelle, du bist für Tier, oder ist das also so ein bisschen, jeder macht jedes? Alles Schnurren zuständig. Also er schnurrt und ich bestimme dann was, das muss ich sagen. Ich schnurre einfach. Nein, man hat schon gewisse Sachen, also gerade alles, was irgendwie tiermäßig und so läuft und alles, was mit Tier zu tun hat, das ist so im Rönnesee-Spezialgebiet, der hat auch sehr ein intensives Lehrer gehabt in der Sparte und so. Und also ich habe schon auch gerne Tiere, aber ich bin jetzt nicht der, der irgendwelche Zuchtkataloge durchstudiert und so und so noch irgendwelche Heterosis-Effekte noch herausfinden will. Und so, das kann ich dir auch nicht erklären. Wenn wir wirklich so tief gehen. Darf man das sagen in diesem Ding überhaupt? Da kommt man jetzt gerade irgendwie. Ich kann das explizit kategorisieren. Eben, und das, ist irgendwie, das hat mich irgendwie nie interessiert. Und so. Aber ich habe gerne die Viecher. Ich habe jeden Morgen Freude, wenn ich da in den Stall reinkomme und da irgendwie. Da stehen immer die gleichen zwei Kühe parat und die müssen dann schnell am Morgen ein bisschen knuddeln ziehen und so. Und dann schaust du schnell, ob alle Kalben da sind und wo sie liegen. Oder und Susi helfen, ihr das Kalb finden am Morgen früh, weil sie sehen, glaube ich, nicht so gut. Aber das ist so. Aber, ja. Eben, das ist so im René. Also, ja, ich schaue gerne dazu, zu den Viechern, aber das ist so der René. Der schaut zu den Somendosen im Kübel unten, was wo zugelassen wird und so. Und auch mit unseren Leuten verhandeln, wo wir Rinder da haben und so. Also ich kenne die Bauern schon auch, aber er ist dort die Ansprechperson für alles Tierische. Ja, mit den Tieren kannst du auch schwätzen, gell? Die sagen nein, hör mal auf, und dann kannst du so viel schwätzen. Ja, eben, und wenn mir irgendetwas nicht passt oder so, dann tue ich dann die wieder beruhigen, die armen Kühe oder Rinder oder so, und sage, ja, ist der René schon im Fall geschult, dass das Kalb so aussieht. Fährt rein dort. Ah, ja. Nein, jetzt lange mit den Kühen. Aber das ist auch eigentlich logisch mit dieser Aufteilung. Ich habe wirklich die Lehrjahre eigentlich bei zwei Viehzüchtern gemacht. Das erste sehr harmonisch, das zweite eher sehr prägend, wenn man es so darf sagen. Sehr diplomatisch ausdrücken. Ja, ich weiß es doch nicht. Es ist völlig, es ist gut. Und der Andi hat zuerst Landmaschinenmech gelernt. Und dann macht es auch Sinn. Ja. Also, da kann ich halt nicht dem Andi sagen, wenn man das muss schweissen. Also, da muss man sich auch zurücknehmen. Also, wenn der Andi etwas an der Maschine schweißt, dann lenke ich das gar nicht an. Dann schweißt er und dann ist das gut. Das geht auch dann am besten. Ja, eben, das ist so. Wenn er es schweißt, dann hebt es nicht. Und wenn ich irgendeinen Muni aussuche, dann passt er völlig nicht zu den Kuh. Also da muss man sich irgendwie schon auch. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, da muss man sich schon auch gewisse Sachen eingestehen und so. Also das ist schon noch. Ich glaube, das ist noch das Wichtigste, was du gleich am Anfang schon musst lernen, wenn du in so eine Gemeinschaft reingehst. Weil es hat jeder seine Stärken und Schwächen. Eben, genau. Ja. Und eben, das ist ja drum, eben, wenn man so zusammenkommt, das ist ja schon ein wichtiger Faktor, eben, dass man seine Stärken einbringt und dann auch, wie soll ich sagen, eben nicht dem anderen reinpfuschen, blöd gesagt. Ja, seine Rolle finden und akzeptieren. Ja. Aber die haben es jetzt gesagt, so ein bisschen eure Stärken, da hat der eine ein bisschen Stärken in dieser Region und du nehmen anders. Was ist jetzt, ja, dort unterscheidet ihr euch ja. Und was ist jetzt für euch, was macht das Bauern aus für euch? Also was ist für euch das Schönste am Bauern? Was macht der Beruf aus? Oh, jetzt ist jetzt das auch unterschiedlich? Nein. Das weiß ich nicht. Das kann jetzt jeder antworten, was für ihn stimmt. Genau. Für mich gibt es keinen schöneren Beruf. Keinen schöneren Beruf. Und ich kann euch nicht sagen explizit, warum. Weil ich mir nicht einmal die Frage stellen musste, warum ich Bauer lehre. Das war für mich einfach immer klar gewesen. Ich könnte auch vielleicht in einem anderen Beruf glücklich werden. Aber das ist für mich wie einfach immer klar gesehen. Und wegen dem, wenn ich am Morgen, bin noch nie am Morgen aufgestanden und denke, oh, was ist heute für ein Tag? Oh, heute ist Montag, bis am Freitag ist noch lang. Das gibt es einfach gar nicht bei mir jetzt. Und wegen dem, auch wenn etwas wächst, das fasziniert mich im Frühling, all Jahr wieder. Wenn wir säen und es wächst etwas, wenn du etwas machst, durch den Tag siehst du zu oben, gerade was du gemacht hast.
Es ist, Tiere geben dir eine gewisse Resonanz. Die können ja nicht reden, aber die geben genau gleich auch Zeichen. So auch wenn du draußen etwas machst. Das ist etwas, wo halt, wenn du so aufgewachsen bist, wie wir jetzt auf Höfen, ist das für dich so wie das, was du auch ein bisschen brauchst, die Resonanz. Und wenn ich die, glaube ich, nicht mehr habe, würde etwas fehlen. Und das ist einfach ganz klar fast nicht definierbar. Und das soll jetzt so auch nicht irgendwie so fast noch religiös angehaucht sein. Das ist völlig einfach das, was ich denke. Ja. Das ist schon immer klar gewesen, obwohl ich ganz gerne noch andere Sachen gemacht habe und da noch Zeug rumgefahren bin und dass die meisten, die dazu schauen, wissen, bin als DJ unterwegs, mache ich immer noch ein bisschen. Aber... Dann hast du auch ausmischt. Aber es ist momentan halt nichts los. Aber ich liebe die anderen Sachen auch, aber ohne Bauern, weiss nicht. Wie ist es bei dir, Anti? Ja, vor allem, also ich finde es einfach das Schönste an der ganzen Geschichte, du kannst jeden Morgen für die außer gewisse Abläufe im Stall und so, wo einfach dem, wo klar geregelt sind, aber du kannst erstens kannst den ganzen Tag dann entscheiden, was du nachher machst. Und du kannst draussen auch halt, eben, Ren hat schon gesagt, du siehst dann nachher auch die Arbeit, also du machst eine Arbeit und du siehst eigentlich den Erfolg von deiner Arbeit. Wenn du spätestens mit dem Maidröschen durchfährst und wegen dem finde ich das Dröschen etwas vom Grössten, weil du hast ein Jahr lang zu gewissen Kulturen geschaut und dann kannst du dann selber gut dröschen. Und das ist ja, das finde ich das Schönste, weil ja, ich habe auch schon als Schlosser geschafft. Dort ist es auch noch toll, weil da siehst du auch, was du gemacht hast am Ende der Woche. Aber es ist dann auch ein bisschen anders. Oder als Zimmermann siehst du dann auch, was du irgendwie was du erschaffen hast. Oder? Und könnte man jetzt irgendwie so einen Job im Büro irgendwann, könnte ich mir fast nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Weil ich müsste irgendwie, hat dann einfach den Bezug zur Erde nicht. Also, das ist jetzt auch nicht religiös. Aber es Gärtnern sein mit dem und mit dem Arbeiten, wo die Natur zurückgibt. Das ist, denke ich, das Schönste von dem ganzen Ding. Und eben auch, wenn ich, was vorhin gesagt, wenn du am Morgen in den Stall reinkommst und die Kühe wissen ganz genau, wer reinkommt. Und die gesagt schon, ob du jetzt gut gelaunt bist heute Morgen oder nicht. Und wenn du irgendwie eine scheisse Laune hast am Morgen früh, dann weiche ich sie raus und denke, oh nein, heute komme ich kein Sekunden so, Knudel lieber von ihm. Gibt es das, dass du eine scheisse Laune hast eigentlich? Nein. Nicht, gell? Das ist bei uns eigentlich schon klar. Du weisst es schon beim guten Morgen. Ich weiss nicht, wie das bei euch im Geschäft ist. Bei uns ist eigentlich klar, man sagt einander guten Morgen, wenn ich keinen null Bock habe. Wir haben mal einen Lehrling gehabt vor 2-3 Jahren. Super Typ. Super Lehrling, meins genial zusammen. Aber am Morgen ist er ganz schlecht gegangen. Und dass er jeden Morgen uns hat so guten Morgen sagen, ist nicht sehr zwingend gewesen, aber du hast schon gemerkt, das ist nicht mit euch vorbeikommen. Ich habe letztens gelesen, man sagt nur guten Morgen, weil habt den Schlitten und lass mich in Ruhe gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Das wird wahrscheinlich schon an dem liegen. Ja, das war etwa so. Und das ist bei uns so am Morgen, wenn ich reinkomme. Zum Beispiel heute war es so einig. Ich komme rein heute Morgen. Und ich höre am Morgen irgendwie noch ein bisschen Musik. Das finde ich einfach cool. Dann höre ich entweder irgendeinen Podcast oder Musik. Und ich denke, echt, ich muss immer ein bisschen schauen, wenn der Andi kommt. Weil ich bin manchmal ein bisschen früher da. Und ich finde es so ein bisschen arrogant, wenn ich dann ihn. Aber vor lauter Musiklosen hören wir nicht. Die durchlaufen, haben das Gefühl, der hat einen Knall, der los Musik am Morgen. Aber ich brauche das auch ein bisschen. Da bist du ja ein bisschen. Ja, da bin ich außerdem. Und der Andi hat dann hier schon irgendwelche Haargespräche mit den Leuten, die durchlaufen. Aber wenn wir reinkommen, dann muss ich immer schauen, der Andi kommt rein. Und heute Morgen zum Beispiel habe ich jetzt meinen Kopfhörer da vergessen. Und dann ist der Andi reingekommen. Und gerade bevor ich zum guten Morgen ansetzen wollte, hat er auch am Montag geworden, bin ich nicht sicher, eine neue Jacke und neue Hosen angehabt. Und dann hat er gerade irgendwie Trump in Scheiss dran gemacht und dann hat er sich ein bisschen gespritzt und dann hat er gerade kurz bevor er sich angesetzt hat, gesagt, du Sau. und ist voll gewesen. Und dann ist es guten Morgen so gesehen, guten Morgen. Und dann weiss ich schon, Ja gut, es gibt auch Besseres als am Montag und Morgen. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn du irgendwie am Montagmorgen schon angeschissen bist. Dann hast du die ganze Woche durch. Dann ist es erledigt, ja. Ja, dann ist es nur am Montag. Dann kann es nur besser werden. Also der Knüller ist ja einmal der, oder? Die stehen ja auf. Und wenn sie aufstehen, dann müssen sie zu 99% schiessen. Das ist auch so ein bisschen bei ihnen so.
Und wenn die aufstehen und du läufst hinten durch, du jagst sie je nachdem auf zum Boxen frisch machen. Und dann gibt es das manchmal, wenn sie aufstehen und sie haben gerade gemalt, das ist ein Wiederkäuer, dann malen sie. Und wenn sie dann aufstehen und müssen husten und gleichzeitig schiessen, dann wird es ganz spannend, wenn du hinten durchläufst. Also das ist uns allen schon mal passiert. Dann siehst du, hinten öffnet sich... Wie sagt man, die Büchse der Pandora öffnet sich. Und dann, wenn sie dann noch zum Husten ansetzt, dann ist der Tag gerettet. Also kommt das mit dem Husten beim Doktor nicht von ungefähr? Oder wenn man am Flughafen kontrolliert wird? Das ja, genau. Ja. Ah, okay. Funktioniert das auch wieder Kühe dämpfen? Nein, aber es ist so. Und dann willst du, das geht's. Oder dann, wenn der Mistschieber kommt, also alle Scheiße. Darf man das sagen? Ich sage jetzt halt einfach. Das ist nicht zuerst mal. Scheiße. Yeah. Wenn dann so also richtig in den Schieber reinrutscht, und dann, dann bist du vorne bis unten betoniert. Dann ist es halt so. Dann gehört halt auch dazu. Ja, wenn sie irgendwie drüber rennen oder so. Oder wir haben eben so ein technisch genialen Einbau in diesem Stall. Da habe ich schon x 100 Mal aufgeregt. So ein Schienele, wo der Schieber drinnen läuft. So, und dort bleibt natürlich schön irgendwie... halt also das, wo du mischt... Ja, genau, der Mistschieber, der ist in der Mitte immer eine Schiene geführt. Oder? Ja, da gibt es natürlich in der Zwischenzeit viel gescheitere Systeme. Und dann eine natürlich dann aufsteht und ein bisschen hinterher läuft und genau dort in der Schieberlinie schießt, dann spritzt er so schön. Ja. Aber das gehört dazu. Jetzt machst du die tollen Videos. Ja. Wieso zum Henker machst du so Videos? Was hat dich da dazu geritten? Also das habe ich eigentlich nur gemacht, weil der Andi mal bei Bauer Lady Sucht mitgemacht hat und ich auch mal wollte am Fernsehen kommen. Das ist auch deine 5 Seconds of Fame. Also nein, ausgelöst hat es schlussendlich einer von Amerika, der Millennial Farmer. Und das ist wirklich einfach, man ist ja immer so auf YouTube, oder? Und auf YouTube hat mir mal... Die Jungen nämlich, ja, was du ja, selber bist, hast ja, du jetzt noch. Das Lustige ist, Kevin, der mit uns zusammen in den Turnverein geht, hat mir noch mal gesagt, er sei am Arbeiten und dann muss er irgendetwas suchen fürs Geschäft. Und 5 Minuten später schaut er einem Kamel beim Schlafen zu. Und er weiß nicht, warum. Und das ist doch im Internet manchmal so, oder? Das ist immer so, ja. Und gleich ist es mir passiert, ich bin nicht wahnsinnig der Maschinenfreak, der jetzt hier noch beim Pulling irgendeine Traktoren zuschaut. Ich finde das völlig okay. Aber meine Interesse in der Freizeit war mehr Musik. Und dann habe ich den Millennial Farmer zuschauen. Das ist ein Amerikaner, der zu dieser Zeit irgendwie 50'000 Follower hatte. Heute hat er 800'000, 2 Jahre später. Nein, 800, 600, 700, irgend sowas. Ist egal. Hat so viele Follower und der hat mich inspiriert. Weil er im ersten Video auch gesagt hat, eigentlich das Gleiche, wenn wir hier in der Schweiz auch immer ein bisschen sagen, es hat halt nicht mehr so viele Leute, die Bezug haben zu der Landwirtschaft. Und diesen Bezug wollte ich wieder ein bisschen herstellen mit dem, dass die Leute sehen, was wir machen. Weil alle öffentlich-rechtlichen Sender, die über die Landwirtschaft berichten, die berichten es immer so, wie es für sie in Quoten passt. Und das ist jetzt nicht ein Vorwurf, die machen uns fertig. Es gibt ganz gute Sachen auf SRF, aber es gibt auch, sicher auch der Bauerlady gesucht. Jeder hat seine Berechtigung, macht das, was er macht. Aber ich eigentlich denke, ich will es so zeigen, wie es bei uns ist, ungefiltert. Und will auch nicht eine Meinung von wegen wir produzieren, so ist es richtig, sondern ich will eigentlich den Leuten die Chance geben, sich selber eine Meinung über das zu machen, was wir hier machen, und zeigen eigentlich nur, was wir machen. Und das habe ich mal dem Andi dann gesagt. Dann hat er gesagt, ja, wenn er es immer sagt, wenn er nicht gross Nein sagt, dann findet er es okay. Und dann haben wir hier mal angefangen und dann habe ich 24 Minuten über einen Futtermischwagen, und das habe ich wirklich gerade heute wieder angeschaut, mal einmal, um zu denken, wenn wir heute oben darüber diskutieren, schaue ich mein erstes Video nochmal an, dann muss ich jetzt sagen, ja, Kopfdeckel. Ja, ist ja schon ein bisschen lang und schlecht geschnitten und schlecht gefilmt. Ein bisschen zäh. Ja, ist ein bisschen zäh. Man wächst da drauf, gell? Ja, und, ja, und dann heute... Wenn kein Fortschritt erkennbar wäre. Der Fortschritt, ich beurteile... Meine Arbeit sollen andere beurteilen. Das ist so der Fußballerspruch. Also, sie sind gut. Die Videos sind gut. Danke. Gut. Gut, ja, heute geschaut, 1300 Abonnenten. Ich meine, das kommst du nicht einfach nur so über. Also, es ist... Ja, das ist ja, es zeigt euch, dass ein gewisses Interesse auch da ist. Genau, und es ist erst in den Anfangsschuhen, auch in der Schweiz. Es gibt in der Schweiz Anfang der Hausi, der das schon seit 10 Jahren macht. Das ist aber der einzige in der Schweiz. Dann hat es noch 2 andere, die das gemacht haben. Die machen das einfach so ein bisschen sporadisch. Und für mich ist es eigentlich, ich eigentlich wollte wöchentlich eine Sendung machen und dann zeigen, was wir machen. Manchmal ein bisschen zusammengeschnitten. Und
ja, das ist jetzt, das ist klar, das würde jetzt liegen, wenn ich würde sagen, es ist mir wurscht, wie viel das schauen, weil wir immer ein bisschen Resonanz. Mhm. Und manchmal denkt man, mega cool, am Anfang schaut es 500, plötzlich schaut es 6'000. Und das ist logisch, dass man Freude hat daran. Mhm. Aber in der Zwischenzeit ist der Antrieb mehr, einerseits ist ja klar, wir verkaufen auch Zeug vom Hof, wir wollen auch ein bisschen Werbung machen, das ist auch legitim, finde ich, für uns. Aber ein grosser Teil ist auch wichtig, wie zum Beispiel das Plakat hier hinten, dass wir für die Landwirtschaft einfach auch ein bisschen zeigen, wie es wirklich ist. Und das ist wirklich so ein bisschen der Grundgedanke gewesen, und den wollen wir auch weiterverfolgen. Und das Gleiche, warum wir jetzt das heute machen, ist, dass die Leute sehen, dass hinter dem, der hier auf dem Traktor rumfährt, der ganz normale Mensch ist. Und das ist eigentlich so das Grundding. Und jetzt gibt es sicher so böse Zungen, die behaupten und sagen, ja, nein, der hat ja nichts zu tun, jetzt macht er nur so Videos. Das ist sicher schon mega viele doofe Sprüche zu hören. Also ja, ich habe schon von einem gehört, der zu mir gesagt hat, so viel Zeit wie du, will ich einmal haben. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Wir haben hier noch alles verschieden. Ja, und dann ist dann noch die Filmschreiber, dann habe ich zu ihm gesagt, los, jetzt ist völlig okay, du darfst die Meinung haben. Das ist auch, ich habe es mit ihm gut, super Typ. Ja. Dann habe ich gesagt, los, jetzt, in der Zeit, wo du in der Dorfbeiz deine 5 Stangen nimmst, in dieser Zeit hocke ich diese Videos. Die werden meistens zu oben zwischen 9 bis 12 Uhr Nacht werden die geschnitten. Und durch den Tag werden sie während dem Arbeiten gemacht. Und dann haben wir irgendeine Idee und dann macht man das. Und dann kann ich aber einfach nicht schneiden. Dann ist es noch im Kopf und dann muss es gemacht sein. Und dann wird es einfach gemacht. Das ist gleich, was für eine Zeit das ist. Und das ist so das. Aber was ich jetzt auch muss sagen, ist bei den Bauern jetzt am Anfang so ein bisschen, haben wir jetzt ein leises gehört, so, was will er echt wieder, jetzt wieder Selbstdarstellung halt, weil ich auch sonst nicht leislich bin. Ja. Und dann hat es so ein bisschen abgenommen und in der Zwischenzeit habe ich sehr viel gutes Feedback auch von Bauern, die sagen, sie finden das gut. Und man sieht es jetzt auch so ein bisschen auf Instagram und Facebook und die Statusmeldungen. Das heisst nicht, dass ich das ausgelöst habe, das würde ich mir jetzt nicht zusprechen, aber man sieht einfach den Trend, das Selbstverständnis der jungen Bauern ein bisschen kommt, hey, wir müssen etwas machen. Ja, du handelst ja eigentlich nicht für dich, sondern eigentlich im Interesse der Landwirtschaft. Ja. Schon, das ist ja gewisse Zeit auf. Also das ist ja klar. Ja. Das ist auch, wie man, wenn man das Gesicht in eine Kamera rein hat. Ja, natürlich. Aber der Grundgedanke ist ja nicht, dich selber einfach möglichst überall noch immer in ein Bild reinzuheben, sondern halt eben einfach die Landwirtschaft ein bisschen wieder greifbarer zu machen. Weil genau. Sich die Leute halt irgendwie immer weniger damit befasst haben über die letzten Jahre, hat man das Gefühl. Und ja, vielleicht auch eine gewisse Ignoranz herrscht gegenüber diesem Thema. Es ist halt einfach, finde ich, auch so, dass es ist ja gar nicht anders möglich, dass wenn das nicht sagen. Und das geht ja dann so aus einer Gegenbewegung. Da kommt Trends und der Bauer hat vielleicht schon investiert und sagt, ja nein, jetzt habe ich in Milch investiert, jetzt habe ich das in eine Käseanlage investiert. Jetzt müssen die doch nicht mit so Zeug kommen, die ist ja noch nicht einmal gezahlt und die kommen schon wieder mit neuem Zeug. Und dann kommt, weil es so schnelllebig ist. Und dann gibt es von beiden Seiten, gibt's. Sie sagen, die müssen jetzt das machen, das wollen wir. Und der Bauer will ja eigentlich zuerst einmal das zahlen, wo er einen Kredit dafür aufgenommen worden ist. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber, und das gibt dann halt einfach dann die Gegendinge gegeneinander und keine. Die Konsumenten wissen nicht, was wir machen. Und wir sagen dann auch, ja, jetzt Leute doch mal in Ruhe, wir sind schon den ganzen Tag mit Produzieren beschäftigt. Und dort kann man einfach, finde ich, mit Informationen etwas machen. Schön gesagt. Haben wir noch Zeit? Ja, also wir haben etwa 4-5 Minuten. 4-5 Minuten, aber das ist schon aber mal, der Andi, noch zum einen Thema ansprechen. Ja. Es ist vorhin einmal gefallen, das Wort Bauerleitung gesucht. Ja, erzähl doch mal, wie war das? Ja, das ist ich so ein bisschen klischee-mässig, was du jetzt eigentlich erfüllst. Ah, ein Bauer, ledig, Bauerledig so. ja, eigentlich habe ich das einfach gemacht, weil ich den Marco Fritsche mal kennenlernen und mit dem ein Bier trinken. Und ja, glatter Sieg, ja. Ich war gerade in deinen Heimen gesehen letztes Wochenende, aber ja, das nächste Mal komme ich ein Bier trinken. Nein, ja, so. Du hast dich ja nicht selber angemeldet. Nein, sie sind ja immer irgendwie auf der Suche nach neuen Kandidatinnen oder Kandidaten und so. Und ich hatte mal irgendeines Tages ein Telefon von jemandem vom 3 Plus und so. Und der Stefan hat mir gesagt, Andreas, ich gratuliere dir, du bist Kandidat bei uns im Bauerleitung gesucht. Und gesagt, ja, okay, gut. Ja, kannst du mir mal ein bisschen erklären, wie das genau und so. Und ja, haben wir dann auch sehr viel Bedenkzeit einbedungen dort und so und hatten das halt auch so, ja, weil ich dann im Gemeinderat bin,
mit meinen Kameraden dann im Gemeinderat noch besprochen, weil ich eigentlich niemanden so habe vor den Kopf stoßen mit dem René und so, mit dem Felix dann noch. Und ja, meine Meinung haben wir eigentlich schon gemacht, aber ich wollte einfach noch irgendwie so herausfinden, was andere halten davon und so. Und ja, habe dann dort mitgemacht. Und sehr spannende Zeit gesehen und ich würde wirklich sehr interessante Leute kennengelernt, habe auch irgendwie herausgefunden, wie dann halt so eine Fernsehsendung schlussendlich aufbauen ist und dass das unwahrscheinlich aufwendig ist. Und habe auch festgestellt, dass wenn man sich ein bisschen wehrt für das, was man gerne möchte machen dort und so, dass man das auch kann machen, aber ja, das Resultat dann schlussendlich also während der Sendung ist nicht ganz so glücklich ausgefallen, wie ich mir das vorgestellt habe vorher, vorgängig. Also man geht ja mit einem gewissen Grundgedanken in das Ahnen und so. Und ja, aber so im Nachgang muss ich sagen, doch ist eigentlich, ich bin froh, dass ich das gemacht, weil tolles Erlebnis. Auch nicht nur das, aber ich habe dann gleich eigentlich die Frau von meinem Leben kennengelernt dort. Dann einfach so auf anderem Weg. Und du bist natürlich, du kannst ja ein bisschen, ja, das klingt jetzt auch gerade ein bisschen, ich sag's jetzt nicht. Könnt ihr auch noch rausschneiden? Ja, natürlich. Könnt ihr auch noch rausschneiden? Chris da hat dann irgendwie gesagt, ich glaube, du möchtest nur deinen Marktwert ein bisschen abschätzen. Jo, nein, es ist so. Nein, es war wirklich eine spannende Zeit gewesen. Wirklich. Und ja, alle die mich jetzt immer noch so ein bisschen komisch anschauen und so und sich nicht getrauen, mich wirklich anzuschauen und denken, da habe ich doch schon mal irgendwie gesehen oder so, oder keine Ahnung, wo muss ich jetzt an tun, die dürfen mich auch dann fragen und so. Also ich bin nicht irgendwie absolut nicht leutschüch. Nein, ja, genau, so. Ja. Aber es zeigt ja schon auch eben so ein bisschen, dass man ein bisschen medienaffin ist, hier auf dem Leimenhof, oder? Also eben, du machst Filme, du bist schon im Fernsehen gewesen. Also eben, man ist so der neue Medien nicht verwehrt. Und das ist so, ich will jetzt nicht alle Bauern in einen Topf werfen, aber Bauern tut man eher so, so als konservativ, so eher so neues Zeug. Spricht vielleicht nicht im Klischee da. Nein, eben nicht. Ist aber vielleicht schon ein bisschen anders in dem Sinn, oder täuscht du den Eindruck? Ist das einfach eine neue Generation, die halt einfach... Ja, ich glaube, wir leben hier halt irgendwie nicht System-Einzelkämpfer. Und das denke ich manchmal... schon, also könnte das einfach anderen Berufskollegen ans Herz legen, vielleicht auch mal seine Nachbarn zu fragen, um irgendetwas zu helfen oder so. Und das ist, glaube ich, schon das, wo irgendwie, wo wir die letzten, also seit 1996 hier gelehrt haben, weil da läuft ja alles nur noch, also wir haben zwar eine Tierhaltergemeinschaft, aber da läuft ja alle Maschinen, gehören allen hier und das ist nicht irgendwie, aber das muss man wollen und da muss man irgendwie auch der Typ sein dazu, das ist schon so. Und wenn man das irgendwie, wenn man es glaube mit 50 dann nicht gelernt hat, kann man das nicht mehr lernen, bis man aufhört zu bauen. Das ist schon so. Da muss man schon jünger dazukommen. So, zu der Sendung, ich habe die Sendung immer am Sonntag zu oben, also nicht immer, aber vielmal so irgendwie so durch den Herbst durch und so, habe ich immer die Sendung geschaut, nicht weil es mich irgendwie gewundert genommen hat, was jetzt das für ein Typ ist, so, sondern weil ich denke, irgendwie so. Einfach so die Höfe, weil du siehst dort so viele Sachen irgendwie. Mir hat eigentlich immer so der landwirtschaftliche Aspekt interessiert, bei den verschiedensten Höfen und so. Mehr als die Frauen, die dort sind. Nein, schon auch, aber ja, gut. Nicht alle. Es ist Geschmackssache fürs Güllenfeiern. Aber ich weiß, wer morgen das Güllen wird. ich habe irgendwie das so, aber ich hätte nie wirklich mich selber dort angemeldet. Und dann, wo wir eben da den Stefan angerufen haben vom 3+, habe ich gedacht, ja, du, wieso nicht? Also, du hast ja grössere Scheissdreck gemacht. Also, ja.
Ich glaube, das ist wie immer im Leben, wenn man offen ist gegenüber solchen Sachen, dann hat man am Schluss auch irgendetwas davon. Mhm. Also vielleicht nicht das, was man sich am Anfang vorgestellt hat, aber irgendetwas kann man immer aus so etwas rausziehen. Und wenn man immer sagt, jo, nein. Ja, eben, kannst du immer alles gegen alles, gegen alles wehren und so, aber das ist ja dann, ja, das bringt sie dann auch. Wenn wir aufhören, ist dagegen zu wehren, Zeit abzuklemmen. Nein, es ist einfach so, oder? Wir können jetzt noch ein bisschen diskutieren, aber ich mache jetzt, schneide jetzt mal den Cut für die daheim und Fernsehempfängerinnen. Darf man das so sagen? Das sagen sie. Empfängerinnen, ja. Ja. Du kannst eben das mit den Sternen, kannst eben schlecht ausdrücken. Empfängersternchen. Ja, einfach daheim. Korrekt. Ja, das muss ja alles stimmen, das weiß man natürlich. Man weiss verabschieden für heute. Wir machen hier noch etwas weiter. Und das ist dann aber einfach nur audiotechnisch zu hören, weil wenn man noch in Auto fährt, spielt es keine Rolle, ob jetzt die vierte und noch eine vierte Stunde. Also wenn man es bis jetzt ausgehalten hat, kann man eine vierte Stunde Schnurr mehr anhören. Ich hoffe jetzt, dass ich das Geschnurr hier so zusammenschneide, dass es am Schluss schlaue dreiviertel Stunde gibt. Ich hoffe, die habt ihr jetzt genossen. Und schaut nächstes Mal wieder rein. Die müssen auf dem YouTube-Kanal schauen, wenn ihr was weit schauen. Und die Playliste dort habe ich eine Rubrik, die drauf ist, deutsche Videos, und das sind die, also die hochdeutschen Videos. Und das gibt eine Rubrik Podcasts, beziehungsweise Ofenbänkli wird es dann angeschrieben sein, oder Podcast, weiss ich noch nicht. Achtet auf das. Und wenn der nächste kommt, ist das jeweils vorne auf dem Thumbnail so angeschrieben. Und seht ihr das. Wenn ihr jetzt weiter schauen wollt, nein, schauen könnt ihr nicht mehr. Wenn ihr weiter hören wollt, dann geht auf Spotify oder auf iTunes. Podcast. Oder Soundcloud. Dort könnt ihr das Geschwätz von uns und auch das zukünftige Geschwätz, das wir noch werden hochladen, hören. Da könnt ihr es auch abonnieren. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut oder zuhört. Eben bei uns hier auf dem Ofenbänkli. Macht's gut.